Diesmal verschlägt es Andi nach Italien. Genauer gesagt, in die Nähe von Mailand. Ja, yes, was mich da wohl erwartet. Ah, den kennen wir ja. Ah. Hi, alles okay? Fine, how are you? Thiago Monteiro ist ehemaliger Formel-1-Pilot, Sieger des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring und Honda-Werksfahrer. Welcome to Yas, Honda. Lass mich dir Yas Motorsport zeigen. Ich bin schon ganz aufgeregt. Es ist ein bisschen wie ein Museum. Es gibt so viel Geschichte hier. Yas hat in so ziemlich jeder Meisterschaft mal gewonnen. Überall auf der Welt. They've won in every championship, they've won in all over the world. Ja, die heiligen Hallen von Yas haben tatsächlich was von einem Museum. Die Exponate sind aber überdurchschnittlich rasant. Hier ist das Ergebnis der langen Partnerschaft von Honda und Yas. Da sind über die Jahre schon einige Autos entstanden. 20 Jahre dauert unsere Kooperation schon an. Und da haben wir von allem etwas. Macau, Tourenwagenmeisterschaft und WTCR. Ja, das sind einige Jahre. Viele Rennen und viele Meisterschaftstitel. Auf die Frage, welches davon sein Lieblingsauto ist, antwortet er: Ich bin nicht jeden Wagen gefahren. Ich bin alt, aber so alt dann auch wieder nicht. Ich denke aber, das WTCC-Auto war unfassbar. Das war ein echter Prototyp, nur für Autorennen gemacht. Die alten Rennfahrzeuge zeigen aber nur die bisherigen Erfolge. Für zukünftige Rennsiege wird stets weiterentwickelt und gearbeitet. Natürlich haben wir auch eine Werkstatt hier, wo unsere Leute an den Autos arbeiten und sie für die Saison vorbereiten. Das sind alles TCR-Autos, manche für Kunden, manche für die WM. Im Grunde verkaufen wir sie an Fahrer auf der ganzen Welt und alles davon wird hier produziert. Wirklich alles? Und auch die Bremsen werden hier bei Yas produziert? Hier kann man es gut sehen, alles von Yas, auch im Motorraum, hier beim Getriebe. Viele Teile davon sind Spezialanfertigungen. Thiago hat aber noch eine Überraschung für uns. Okay, gut. Willst du mal sehen? Ja, genau. Wow. The Beast. Wir dürfen präsentieren den Honda Civic Type R in der Limited Edition. Abgesehen von der Farbe, die mag man oder halt nicht. Das kommt halt darauf an. Aber das Konzept dieses Autos, das Ganze ein bisschen extremer zu machen, leichter, ich denke, das ist eine Verbesserung von einem ohnehin schon sehr starken Auto. Es fühlt sich wirklich ähnlich an wie ein Rennauto. Das ist, was so faszinierend daran ist. Ich weiß, es ist ein Auto mit Straßenzulassung. Schwerer als ein echter Rennwagen. Aber es ist eben kein echter Racer. Dennoch folgt er derselben Philosophie. Ein Straßenfahrzeug mit der Philosophie eines Rennautos. Aber war das der Civic Type R nicht schon immer? Ja, der Honda Civic Type R hat eine große Anhängerschaft. Warum? Erstens wegen der rennsportlichen Geschichte und weil er immer ein dynamisches, motorsportfokussiertes Fahrzeug war. Und so haben wir jetzt Fanservice der Extraklasse mit einem extremeren, leichteren Auto in einer Farbe, die auch schon der erste NSX und der Integra Type R getragen haben. Das ist fein, oder? Und wie schaut's innen aus? Wenn ich mich so umschaue, viel Komfort gibt's nicht. Klimaanlage, Fehlanzeige, Radio, Navi nicht vorhanden. Alles fürs Gewicht, alles für die Zeit. 47 Kilo spart sich der Limited Edition so ein und das ist wirklich eine Welt. Und das verspricht auch eine neue Nordschleifen-Rekordzeit. Also wir bleiben dran. Doch Honda hat den Civic Type A nicht nur G, sondern auch entschärft. Wem der Limited oder der klassische Type A zu extrem ist, könnte Gefallen am Type A Sportline finden.
Honda Civic Type R Fahrer, die haben zwei Charaktereigenschaften. Erstens einen enormen Leistungshunger und zweitens ein gesundes Selbstbewusstsein. Wer zweiteres jetzt aber nicht ganz so hat, na dem war der Heckspoiler vom normalen Honda Civic Type R vermutlich immer ein bisschen zu mächtig. Darum gibt es jetzt die Sportline, da haben sie den Spoiler tiefer gelegt. Der ist jetzt eleganter, auch schick. Dezenter ist die Sportline auch innen. Der normale Type R, der hat ja feuerrote Sitze. Schaut ziemlich geil aus. Wer aber jetzt sagt, jeden Tag will ich mir das nicht anschauen, na da, schwarzes Alcantara, das ist fein. Beide, sowohl Limited Edition als auch Sportline, leisten wie gehabt 320 PS aus dem 2 Liter großen Vierzylinder-Turbomotor, der durch seine drei Endrohre ausatmet. Aber warum eigentlich drei? Das hat einen Grund. Die zwei äußeren, das ist ein ganz normaler Auspuff. Da kommt einfach der Stoff raus. Der mittlere saugt bei einer gewissen unteren Drehzahl an und zerstört so die Resonanzen, die fürs Dröhnen sorgen. Und dadurch hat er einen schöneren Sound. Und so ist auch dieses Rätsel gelöst.